beschäftige mich mit der Simulation von physikalischen Effekten auf Parallelrechnern. Hauptanwendungsgebiete liegen so im Bereich der Strömungsmechanik mit zusätzlichen Effekten wie Strukturverformung oder Akustik. Beispiele, wo man sowas braucht, sind eben die naheliegenden klassischen Felder wie Fahrzeugaerodynamik, Flugzeugaerodynamik, aber auch biologische Anwendungen wie Simulation vom Blutkreislauf, Aneurysmensimulation oder auch erneuerbare Energien, zum Beispiel Windkraftanlagen. Ich hatte schon immer Spaß am Umgang mit Zahlen und auch am Verstehen von technischen und vor allem auch mathematischen Zusammenhängen. Und die Wahl ist zwischen Mathematik und Physik gefallen. Mein Vater hat Physik studiert, also habe ich das andere gemacht. Bin anschließend dann in die Informatik gewechselt. Ja, es spielt eine Rolle, dass ich eine Frau bin. Die Reaktionen jetzt, wenn ich sage, was ich mache, ist irgendwas zwischen Überraschung und Bewunderung oder völliges Unverständnis. Für das direkte Umfeld damals war es natürlich eigentlich keine Überraschung, weil es schon in der Schule klar war, dass ich irgendwann in die technische, mathematische Richtung gehen werde. Ja, es hat sich immer wieder irgendein Grund gefunden, eher in dem spannenden Forschungsbereich, Lehrebereich mit der vielen Abwechslung an der Uni zu bleiben. Das war nach dem Studium, war ich in der Ferienakademie gewesen, im Saantal in Südtirol und habe da gesehen, das kann Spaß machen, da weiterzumachen, zu forschen und habe dann die Doktorarbeit angefangen. Ja, und so ist es dann eigentlich weitergegangen. Es gab immer irgendein spannendes Projekt, irgendeine spannende nächste Konferenz, dann war die HPIL fertig und dann war es eh klar, man muss weitermachen. So ist dann ein Schritt zum anderen gekommen. Und jetzt, wo ich hier in Stuttgart angekommen bin, bin ich natürlich auch froh, dass ich das tatsächlich gemacht habe.